Hallihallo und willkommen zu einer neuen Serienkritik. Diesmal mit der neuen Marvel-Netflix-Serie The Punisher. Ja, wir haben jetzt in der Netflix-Superhelden-Serie vom MCU ja bis jetzt Daredevil 2 Staffeln bekommen, Jessica Jones eine Staffel, Luke Cage, Iron Fist und dann die Zusammenführung von Defenders. Und Punisher ist jetzt praktisch ja so eine Art Fortsetzung von der zweiten Staffel von Daredevil. Theoretisch könnte man die erste Staffel jetzt hier von Punisher direkt nach der zweiten Staffel von Daredevil ansetzen, da alles, was in Defenders zu tun hat, nicht wirklich relevant jetzt eigentlich so für die für Punisher jetzt ist. Also ist das eigentlich recht egal. Aber ja, wir haben jetzt hier am Anfang einen, also Frank Castle, der sich als Pete ausgibt, als einen Pete. Und der ist halt, hat jetzt das Punisher-Dasein praktisch aufgegeben. Er hat alles, was er wollte, erledigt, soweit er so denkt. Und ist einfach so eine Art gebrochener Mann, so mit so Hipster-Look, wie jeder zu ihm sagt, so mit langem Bart und voluminöses Haar und so weiter. Und er arbeitet auf so einer Baustelle und haut die ganze Zeit mit einem Hammer in so eine Wand ein, wo er dann auch noch am Anfang schon Stress mit Arbeitskollegen bekommt, weil er ihnen halt praktisch so die die Überstunden versaut. Aber ist halt Frank Castle, das interessiert jetzt nicht groß. Aber das fängt schon für mich persönlich ganz gut an. Ich habe bis jetzt eigentlich nur gehört, so dass das sehr schleppend angefangen ist und sehr langweilige Szenen und so weiter hatte. Was ich jetzt nicht finde, denn der Anfang hat mir sehr gut gefallen, so einen traurigen, gebrochenen Frank Castle. Und wir haben schon sehr coole Kampfszenen am Anfang und so weiter. Aber ja, dann bekommen während der Staffel auch die ganze Zeit so Flashbacks von seiner Familie, von seiner Zeit in der Army, wo man dann auch Bekannte und Freunde von ihm dann während der Staffel kennenlernt. Und dann auch ein schneller Plot-Twist schon kommt, der für mich persönlich zu früh schon ein bisschen war. Den hätte man echt erst am Ende setzen können, aber naja, jetzt ist das halt so. Und ja, wir haben dann auch ich will jetzt nichts Falsches sagen, halt Paige, die wir ja schon aus Daredevil kennen, Karen Paige, glaube ich, heißt die, die ja auch eine Art Anker für Frank ist in der jetzigen Welt, wo er ja seine Familie verloren hat. Und ja, dann geht's halt darum, die zu stoppen, die halt korrupt sind und anscheinend auch was mit dem Tod seiner Familie zu tun haben oder es wussten und nichts getan haben. Und das ist im Großen und Ganzen grob, ohne zu spoilern, das, was so ungefähr in der Staffel passiert. Aber man muss einfach sagen, also die Brutalität ist hier sehr gut. Also ist in der Mitte hin eher noch ein bisschen lau. Zum Ende her wird das dann schön rot. Ich glaube, so die letzten drei Folgen sind sowieso aber dann ab 18. Was natürlich sehr gut ist und muss bei Punisher, wie ich finde. Aber leider kommt er dann doch nicht auf das Niveau von Daredevil Staffel 2. Also Punisher ist für mich persönlich wesentlich besser als die anderen Netflix-Superhelden-Serien, wie jetzt Jessica Jones und Luke Cage und Iron Fist. Aber trotzdem ist dann Daredevil Staffel 2 dann doch ein bisschen besser gewesen. Das liegt aber wahrscheinlich dann auch daran, dass wir dann halt das erste Mal Frank Castle da gesehen haben, dass es einfach so gut passte. Und dann auch noch so Kombination, wir haben hier Daredevil und Punisher und da haben wir jetzt nur Punisher und das hat dann und dann Elektra und The Hand und so weiter, war ja auch in der zweiten Staffel von Daredevil und ich glaube, das hat alles noch viel geiler gemacht. Aber trotzdem, Punisher erste Staffel finde ich zufriedenstellend. Ist jetzt keine Enttäuschung, obwohl ich auch nicht finde, dass Iron Fist oder Luke Cage oder so eine Enttäuschung sind, aber Punisher ist dann doch der Charakter und die Story macht dann auch ein bisschen noch mehr Spaß als bei den anderen und ja, darum auch eine große Empfehlung, wenn man Daredevil mochte und da muss man ganz klar sagen, Punisher ist eigentlich wie bei Daredevil, die Serie ist und generell, das ist bei MCU und so weiter, ist einfach wesentlich besser als die Filme, die von Punisher rauskamen. Weil ich persönlich mochte Punisher sogar davor nicht wirklich, aber ab seitdem ich Daredevil Staffel 2 gesehen habe,
finde ich den Charakter richtig gut irgendwie. Also habe dann auch ja schon einen Comic gelesen und so weiter, aber davor fand ich ihn eigentlich weniger interessant. Aber die Serie hat es echt geschafft, mir den Charakter schmackhaft zu machen, was die Filme zum Beispiel nicht geschafft haben. Das ist genauso wie bei Konstantin, da mochte ich den Film auch nicht, die Serie mochte ich. Daredevil genauso, Film mochte ich weniger, Serie war geil. Darum, anscheinend machen die das mit den Netflix-Serien, also für mich persönlich eigentlich sehr gut. Natürlich könnte man dann mit ein paar was stärker machen, aber Punisher war dann schon eigentlich eine gelungene Sache und ja, ist für mich eigentlich eine große Empfehlung für Superhelden bzw. Serienfans, die auf brutalere Sachen stehen. Ja, das war's zu The Punisher. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr Punisher denn fandet und auch ja, wie ihr den Schauspieler dazu findet. Also ich kenne ihn jetzt eigentlich nur noch aus Walking Dead am Anfang so, wo ich ihn so lala fand, aber hier jetzt als den Schauspieler, ich finde, der passt richtig gut zu Frank Castle irgendwie. Also das ist jetzt nicht Robert Downey Jr. oder Hugh Jackman, aber trotzdem gute Wahl, muss man sagen. Ja. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.